Guten Morgen. Ja, ich habe heute mir überlegt, dass ich wieder die Kamera ein bisschen mitnehme. Wie ihr seht, habe ich schon mein Sportoutfit an. Wir haben jetzt beim Gucken 7:22 Uhr. Glaube ich nicht scharf, oder? Ah, 7 Uhr, doch da. 7:22 Uhr haben wir. Die kleine Rose hier ist auch schon wach. Und die Kinder schlafen alle noch. Dominik ist im Fitnessstudio, da geht er immer schon um 6 Uhr ins Gym. Das ist so seine Lieblingszeit zum Sport machen. Und ja, bei mir steht heute auch Ganzkörpertraining auf dem Plan. Deswegen habe ich auch schon meine Sportsachen an. Mein Terminkalender ist heute echt ziemlich eng getaktet alles. Ich bringe nämlich gleich die Kinder in den Kindergarten, Carlos und Lamia. Das ist jetzt endgültig Lamias letzte Kindergartenwoche. Und dann geht der Carlos jeden Tag alleine. Dazu erzähle ich euch aber auf jeden Fall später dann noch mehr, wie das beim Carlos letzte Woche so alles angekommen ist bei ihm, wie er das geschafft hat, die Eingewöhnung zu machen. Die hatten wir ja letzte Woche. Und ansonsten muss ich noch arbeiten, Ganzkörpertraining. Und wir sind heute Nachmittag auf einer. Wie haben sie es genannt? Sag mal schnell. Fällt mir das Wort nicht ein. Eingewöhnungsparty. Ich selber wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich musste auch echt schmunzeln, als ich diese Einladung gekriegt habe. Babyparty und Geburtstage und Verlobungspartys und Scheidungspartys. Habe ich alles schon gehört. Aber in die Kindergarten-Eingewöhnungsparty, das ist für mich komplettes Neuland. Ist wohl der neueste Trend. Ich habe keine Ahnung. Aber da sind wir eingeladen. Da muss ich auch noch ein kleines Geschenk holen. Ich denke, das macht man auch so, oder? Ein Geschenk zu holen. Mache ich auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Und der Dominik, der arbeitet heute weiter im Gewächshaus. Das steht eigentlich heute so auf dem Plan. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch heute einfach ein bisschen mit und wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dem Vlog. So, die zwei Herrschaften sind hier wach. Und ich muss jetzt gucken, dass ich den Carlos die Farbe hier wegkriege. Der hat nämlich gestern am Gewächshaus gespielt. Und der Dominik hatte nämlich gestrichen und ich kriege das hier zum Verrecken nicht ab. Nee, die Farbe ist knallhart. Jetzt versuche ich es mit dem Lumi. Hoffentlich kriegen wir es mit dem Lumi weg. Dann sei auch still und hau nichts weg. Dann hau Carlos? Ich das nicht aus. Carlos? Ich mache das eben hier ein bisschen nass, okay? So, dann versuche ich das wegzumachen, ja? Tut's weh? Nein. Hast du den Beispiel? Ja, na klar. Lass mich das doch mal, Carlos. Carlos, du schaffst das nicht. Du kommst nicht an der Kabel ran. Du gehst nie weg. Komm mal her. Alle sitzen im Auto. Sag mal Hallo. Oh, musst du einmal selber drauflegen, frisch. Dreh mal um. Genau. Wo geht's jetzt hin? Vom Kindergarten. Wer freut sich? Und mir. Die sind beschäftigt mit ihren Broten. Die wollten ihre Brote weiter im Auto essen. Okay, ich bringe sie jetzt in den Kindergarten. Ich freue mich. Du freust dich, ne? Weil Zoe endlich wiederkommt. Genau, die Zoe ist dann auch jetzt endlich wieder im Kindergarten. Noch eine Woche, ne? Ist ihre beste Freundin. Ich auch. Du freust dich auch? Ist Kindergarten toll? Ja, ne? Hoho, wir sind alle zu Hause. Ich habe die Kinder vom Kindergarten abgeholt. War ganz schön produktiver Vormittag. Ich war beim Sport. Ich habe immer noch die Sportklamotten an. Ich muss gleich unbedingt duschen gehen nach dem Mittagessen. Dann war ich im Laden, habe die ganzen Pakete gepackt. Ich war einkaufen und jetzt mache ich schnell Essen. Heute gibt es Joannas Lieblingsessen und zwar Kartoffel, wie heißt das? Kartoffellauch-Bratwurst-Topf. Ja! Hört ihr schon. Die liebt das über alles. Ich mache das immer in dem Krups-Schnellkochtopf. Das geht super easy. Schmeckt allen total lecker. Total gut. Und ja, muss mich jetzt nur ein bisschen beeilen. Das ist echt der Nachteil. Moment. Die Spülmaschine ausräumen.
der große Nachteil, dass die im Kindergarten die Stunden reduziert haben. Das ist so blöd. Das ist so knapp. Ich gehe ja schon um 11:45 abholen. Normalerweise sind die Kinder bis 2 Uhr da. Aber durch Corona und durch die Minderung der Stunden, ja, ist es halt nicht mehr so. Und das ist, was Mittagessen angeht, echt mega, mega knapp. Ich hoffe, dass das bald wieder ganz normal ist. Weil die dann hier auch ganz normal Schule hat und die dann um 2 Uhr zu Hause ist. Und dann wird das mit dem Essen sowieso total chaotisch. Der Carlos um 12, die um 2, Joanna manchmal um 2:30. Also total blöd. Aber gut, wir werden schon irgendwie eine Lösung finden. Ich bereite jetzt das Mittagessen vor. Dann essen wir zusammen, gehe ich ganz schnell duschen, mache mich fertig und dann können wir eigentlich auch schon fast los zu der Eingewöhnungsparty. Die soll eigentlich im Garten stattfinden, aber es ist so am Regnen draußen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt stattfindet. Geschenk habe ich auch besorgt. Ein paar LED-Badefigürchen, Badetierchen habe ich geholt. Ich glaube, das passt für das Alter auch ganz gut. Wusste ich gar nicht, dass es sowas als LED gibt. Aber es gibt es. Joanna räumt jetzt nämlich die Spülmaschine aus, dann kann ich nämlich direkt wieder voll machen. Wenn die nicht sauber sind, dann macht die die Spüle, dann muss ich die per Hand spülen. Danke. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. So, Essen kocht jetzt vor sich hin. Ich zeige euch noch mal eben, was ich hier geholt habe für den Kleinen. Und zwar sind das solche LED-Bade- und Spieltiere. Leuchten im Wasser mit Farbwechsel. Fand ich ganz süß. Ist mal was anderes, ne? Ich konnte das gar nicht. Ja. Und für mich habe ich noch übrigens Dextro Energy gekauft für meinen Leg Day. Ich habe hier einen neuen Trainingsplan bekommen. Ich mache Donnerstags jetzt immer Bohnen-Beine-Training. Habe letzte Woche meinen Trainingsplan dafür gekriegt. Ich habe echt gedacht, ich sterbe. Da ging nichts mehr. Sowas von Muskelfall sagen. Ich habe so gezittert an den Beinen. Und meine Trainerin dachte schon, ich falle jeden Moment in Ohnmacht. Sie hat aber echt alles schön mitgefilmt. Ich habe alles in den Insta-Highlights reingespeichert. Könnt ihr euch da angucken, wenn euch das interessiert. Und sie hat mir auf jeden Fall einen Tipp gegeben, auf jeden Fall Dextro Energy mitzuholen, dass ich ja zwischendurch ein bisschen die Energiespeicher aufladen kann. Und die packe ich mir gleich direkt in die Sporttasche. Ja, jetzt sind es noch 3 Minuten, dann ist das Essen fertig. Also die Vorbereitung, das ganze Schnippeln von den Bratwürstchen, Kartoffeln und Lauch, dauert viel länger als der eigentliche Kochvorgang. Der geht nämlich nur 7 Minuten. Es ist eigentlich super easy. Also ihr braucht nur Bratwürstchen klein schneiden, Kartoffeln klein schneiden, Lauch klein schneiden, die Bratwürstchen einfach anbraten, die Kartoffeln dazu, Lauch dazu, 150 ml Wasser, dann Creme fraiche. Ich nehme immer mit Kräuter, Salz, Pfeffer und dann einfach ja, köcheln lassen. Im Schnellkochtopf geht das natürlich super schnell, man kann es aber auch ganz normal einfach im Topf machen, denke ich, geht es auch. Dauert halt nur ein bisschen länger, ne, bis die Kartoffeln und so da durch sind und ich denke, da braucht man wahrscheinlich auch etwas mehr Wasser. Ist aber auch ganz cool als Restekocher, wenn man noch Kartoffeln übrig hat, dann kann man das auf jeden Fall sehr gut damit machen, weil dann geht es auch super schnell, weil die Kartoffeln brauchen ja definitiv am längsten. Beim Bratwürstchen anbraten geht ja schnell und Lauch, das kocht ja auch ganz schnell eigentlich. Ja, 2 Minuten und dann wird Mittag gegessen. Ich habe auch echt mega Hunger, ey. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Hallo zusammen. Es ist jetzt 16:30, ich bin gerade von der Arbeit gekommen, habe ganz schnell was gegessen. Rosi ist nicht da, die ist mit den Kindern bei Katharina und haben da eine kleine Party zur Kita-Eingewöhnung, nicht vom Carlos, sondern von ihrem Sohn. Und da sind jetzt alle und ich habe gedacht, ich nutze jetzt die Zeit
um Rosi zu überraschen und mache ihr das Gewächshaus, den Boden fertig, sodass sie die Tomaten da jetzt richtig pflanzen kann und so. Ich habe das ja am Wochenende fertig gestrichen. Samstag und Sonntag war ich fleißig. Ich zeige euch das jetzt mal. Und ja, habe mir vorgenommen, das jetzt so fertig zu machen, dass sie das von innen vernünftig jetzt bepflanzen kann. Und dann muss ich von außen nochmal nach und nach streichen. Aber das kriege ich hin. Ich zeige euch das jetzt erstmal hier. So. Da. Das ist das süße Häuschen. Sieht gut aus, oder? Muss ich halt rundherum noch ein bisschen streichen. Von hinten ist es noch nicht weiß. Von hinten ist es noch braun. Das werde ich noch streichen. Hier, Hühner geht es auch gut. Wir haben übrigens einen Hahn da. Der ist zu Besuch für 2 oder 3 Wochen. Macht ordentlich Krach. Wir gehen jetzt hier mal rein, öffnen. So, und so sieht das hier drin aus. Ist auch alles gestrichen. Fenster haben wir offen gelassen, damit der Geruch der Farbe ein bisschen raus kann. Ich zeige euch mal. Da habt ihr den Hahn gehört. So, so sieht's aus. Und jetzt sollte ich hier den Boden machen. Da, das muss raus. Da muss dann Erde rein, gute Erde. Hier ist auch Kies, den muss ich auch rausholen. Also quasi die Seite hier rausholen und Erde rein. Die Seite muss ich nur ein bisschen, da ist gute Erde, weil hier ja das Kartoffelbeet war. So, die Erde geht bis hier ungefähr. Und hier muss ich dann auch den Rasen rausholen und auch mit Erde auffüllen. Und in der Mitte bleibt ein Weg bestehen. Der geht quasi nicht geradeaus durch, sondern so schräg. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Huhu, meine Hübschen. So, wir sind alle zu Hause. Die Kinder sind im Bett. Es war sehr schön. Es hat nicht geregnet. Die hatten echt Glück mit dem Wetter, dass wir echt im Garten sitzen konnten. Die Kinder hatten alle mega viel Spaß. Die haben dort so einen kleinen Märchenwald, so einen kleinen Wald zu Hause. Also sehr viele Bäume und so. Und die Kinder haben die ganze Zeit da in diesem Wäldchen gespielt. Dementsprechend, als wir zu Hause waren, habe ich ihn natürlich sofort in die Badewanne gesteckt, ihn nach Zecken abgesucht. Carlos ist sofort eingeschlafen. Er konnte noch nicht mal Butterbrot essen. So müde war der. Und die Lamia liegt jetzt auch im Bett. Also die Kinder sind gebadet und haben schon Abend gegessen, liegen jetzt im Bett und schlafen. Und ich werde mir jetzt das Gewächshaus angucken, beziehungsweise zeige euch jetzt mal, was der Dominik da so Schönes für mich gezaubert hat. Irgendwie ist aus meinem Projekt sein Projekt geworden. Aber stört mich jetzt nicht so. Hier wächst übrigens alles richtig schön. Aber das zeige ich euch alles morgen. Morgen werden wir nämlich auch ernten, und zwar Tomatoes. Und dann schauen wir mal, was der hier gezaubert hat. Voll schön. Jetzt kann ich nämlich auch endlich alles richtig hochhängen, weil es wächst wie verrückt. Und ja, boah, ist das warm hier drin. Guckt euch mal bitte diese Gurke an und die Wassermelone. Die Gurke muss ich auf jeden Fall jetzt aufhängen. Das mache ich morgen. Die Tomaten wachsen hier richtig schön. Das hat er echt richtig toll gemacht. So einen provisorischen Weg hier gemacht. Und nächstes Jahr haben wir gesagt, werden wir das nochmal streichen, weil sonst zieht sich das noch länger und ich komme nie dazu, hier die Weintraube einzupflanzen. Die muss jetzt endlich mal in die Erde rein, und die Sachen wirklich aufzeigen, damit die wirklich vernünftig auch wachsen können. Deswegen machen wir das wirklich nächstes Jahr. Also für dieses Jahr reicht es. Und es sieht einfach so schön aus. Und es ist so, so warm hier drin. Es ist unfassbar, ehrlich, unfassbar warm. Und da kommt der Schöpfer. Und? Es ist ein Traum. Es ist Oh, riech extrem mal. warm. Es riecht noch nach Farbe. Sollen wir noch mal lüften? Hoffentlich schmecken die Tomaten nicht nach Farbe. Die sind fertig, ne? Die Tomaten. Ja, werde ich morgen ernten. Wenn wir morgen gemeinsam ernten hier. Da auch. Ja, Guck mal, wie dicke. richtig dicke Tomatoes. Ja. Schön. Richtig cool, da. Aber das machen wir morgen. Das machen wir morgen. Kriegt er im Herbst nochmal einen Anstrich von innen? Im Herbst?
Ja, wenn alles raus ist, Winter. Ja, aber im Winter werde ich ja hier. Ja, man muss ja, wenn du so den Übergang machst. Ja, muss einfach ein bisschen Routine rein. Wenn das Zeug auch weg ist. Ja, so die Tomaten und die Gurken, wenn die weg sind, ja, dann kann man nochmal gucken. Muss man ein Wochenende mal eben. Morgen binde ich dann die Sachen hoch. Von innen streichen. Hier die Weintraube muss auf jeden Fall eingepflanzt werden. Und wie ich das jetzt geschafft habe, die Wassermelone lasse ich einfach auf dem Boden erstmal. Jups. Gückchen. Gurki, Gurki. Das ist jetzt aber über Nacht, ne? Gestern war ich nämlich noch nicht dran. Da habe ich mich nämlich voll aufgeregt, dass keine Gurke hier wächst. Wir kommen aber jetzt, guck mal, wie viele Blüten die haben. Ja, ja. Blüten sind schon die ganze Zeit voll viele. Ja, aber deine ist 3 Tage drin und... Ich habe einen grünen Daumen. Grünen Daumen und ein grünes Gürkchen. Ich kenne mich mit Gurken aus und habe einen grünen Daumen. Jo, gut. Sehr schön hast du es gemacht. Ein Träumchen. Das freut mich. Jups. So, ich wollte euch ja noch erzählen, böse. Wie Carlos... Ganz böse. Hast du eigentlich den Pool versaut? Ich weiß nicht, was da ist. Du hast gestrichen und du hast den versaut. Guck mal hier. Das war letztes Jahr schon. Das hier ist nicht von letztes Jahr. Wow. Ich habe voll den Pool weiß gemacht. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Darf ich jetzt meinen Vlog zu Ende bringen? Tschüss. Tschüss. So. Ja, ich wollte euch hier erzählen, wie das letzte Woche mit dem Carlos war. Ich mach mal ein bisschen hier. Das sieht nämlich so komisch aus. Wie die Eingewöhnung vom Carlos war letzte Woche. Ich muss sagen, es war tatsächlich eine Traumeingewöhnung. Ich glaube, so eine Eingewöhnung, ich bin mir nicht sicher, ob sowas schon jemals gegeben hat. Aber der Junge ist tatsächlich am Dienstag in den Kindergarten mit Lamia. Hat ihre Hand gehalten, hatte sein kleines Täschchen auf seinem Rücken für Wechselklamotten und Hausschuhe waren da drin. Hat mich angeguckt, hat gesagt, tschüss Mama, hat mir einen Kuss gegeben, hat den Dominik einen Kuss gegeben und ist einfach rein in die Garderobe, sein Jäckchen ausgezogen, Schuhe, Hausschuhe angezogen, hat angefangen zu spielen. Ich stand da wie ein Ochs vom Berg und war total verblüfft. Und die Erzieherin auch, die so, ja, der kennt sich ja wohl anscheinend aus, ne? Dann geht ihr wohl jetzt und wenn was ist, ruf mal an. Ich so, ja gut, okay. Bin dann raus mit dem Dominik und habe erstmal vorm Eingang voll angefangen zu flennen. Also die Mutter heult und das Kind geht einfach spielen. Und er war tatsächlich von 8:45 bis 12 Uhr im Kindergarten, hat die ganze Zeit gespielt. Am ersten Tag hatte er dann keinen Pipi-Unfall, weil er ziemlich abgelenkt war dann am Ende. Aber ansonsten war der Mittwoch da, also er war Dienstag da, Mittwoch, Donnerstag. Und hatte dann keinen Pipi-Unfall mehr, war immer schön brav auf Toilette. Und am Freitag haben wir gesagt, wir lassen ihn zu Hause und die Lamia auch, weil der total müde war. Der war so müde und die Erzieherin auch gesagt, boah, der ist jetzt ganz schön geschafft, ne? Und wir meinten dann so, ja, dann lassen wir ihn am Freitag zu Hause, hat er langes Wochenende, kann er sich ein bisschen ausruhen und so, weil macht er keine Probleme, ne? Ich hab dir so ganz gut. Und dann dachten sie, ja, klar, lass, macht mal. Und am nächsten Morgen ist er dann ganz normal aufgewacht, guckt mich an und sagt, Kindergarten? Ich so, wie Kindergarten? Heute bleibst du mal zu Hause. Nein, Kindergarten. Ich so, ja, Lamia möchte aber nicht. Die möchte heute ausschlafen. Dann geht Carlos alleine, sagt er. Alleine, ohne Lamia, ohne Mama. Ich so, okay, ja. Hab den dann fertig gemacht. Hab dann zum Kindergarten gefahren um 7:45. Und dann guckt die mich an und sagt, ich so, sorry, der wäre in den Kindergarten, ohne Lamia. Die so, ach super, da hat die sich gefreut. Da hat er nach dem Salamibrot gefragt. Freitag gibt es immer süßes Frühstück bei uns im Kindergarten. Haben sie ihm gesagt, heute gibt es Marmelade und Nutella und so. Und er so, nee, Salami, Salami. Da hat er da gefrühstückt, hat Salamibrot gegessen, war komplett den ganzen Tag, halben Tag, also bis 12 Uhr immer, alleine dort. Und als ich ihn abgeholt habe, haben die auch gesagt, der Carlos, der ist so ein Sonnenschein, so ein lieber Kerl und ist... so pfiffig unterwegs und so. Der hat da so einen Spaß und die haben auch total Spaß mit ihm. Und es war wirklich eine Traumeingewöhnung, muss ich sagen. Dann hatten wir das Wochenende. Heute Morgen hatte er auch gesagt, hat er nämlich gesagt, nee, ich will nicht in den Kindergarten. Kindergarten, nein, sagt der Kindergarten, nein. Carlos zu Hause bleibt. Das ist immer lustig, wenn er über sich in der dritten Person spricht. Und
Da habe ich gesagt, ja, aber die Lamia geht doch heute auch in den Kindergarten, möchtest du nicht auch? Hat er die ganze Zeit nein, nein, nein gesagt. Und als ich dann die Lamia angezogen habe und mich angezogen habe, hat er sich dann selber auch angezogen und hat gesagt, ja doch, Kindergarten. Und dann habe ich den hingebracht und als wir da waren, ist er auch wieder rein, hat mich ein bisschen fester gedrückt als sonst, als letzte Woche, muss ich sagen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht fängt er jetzt ein bisschen an, vielleicht zu weinen, aber gar nicht. Hat mich nur wirklich fester gedrückt, hat sich an die Lamia geschnappt und ist dann wieder in den Kindergarten und war dann auch heute wieder bis 12. Also ich musste wirklich nicht da sitzen bleiben, keiner hat geweint außer ich. Und er hat da echt total viel Spaß. Und das Schöne ist tatsächlich, dass er auch eigene Freunde schon hat. Er hat eigene Freunde, er weiß, wie seine Freunde heißen und er spielt nicht mit Lamia. Ich habe erst gedacht, so okay, die Lamia hat jetzt noch eine Woche und dann läuft ihr Vertrag aus, dann darf sie ja nicht mehr kommen, dass wir eventuell nächste Woche Schwierigkeiten haben. Aber er hat echt schon totalen Anschluss mit den Jungs gefunden und spielt da mit denen. Und so, ich musste eben das Akku wechseln, Akku war nämlich leer. Ja, auf jeden Fall hatten wir uns wirklich gedacht, dass er eventuell dann, wenn die Lamia nicht da ist, vielleicht so ein bisschen anhänglicher wird und nicht dahin möchte. Aber er hat wirklich Anschluss gefunden, er hat Freunde gefunden, er weiß, wie seine Freunde heißen. Und deswegen, denke ich mal, wird das da auch gar kein Problem sein. Also es war echt sehr, sehr unkompliziert. Also bei Joanna saß ich 3 Tage bei und bei Lamia saß ich auch 3 Tage bei und dann war sie alleine. Und aber bei Carlos saß ich überhaupt nicht. Letzte Baby, ja, ist jetzt aus dem Haus, beziehungsweise ist aus dem Haus, ne? Also es ist echt schon ein Riesenschritt für den Carlos und auch für mich, den da so loszulassen. Also es war echt, letzte Woche war echt richtig hart für mich emotional gesehen. Ich hatte da echt richtig dran zu knabbern und ja, eher nicht so. Er nicht so, er war wirklich auch immer sehr müde nach dem Kindergarten, hat auch wirklich dann die Zeit für sich gebraucht, 2 Stündchen, um wieder klar zu kommen. Aber ansonsten, ja, es freut mich natürlich, dass der so viel Spaß da hat und dass er natürlich auch keine Schwierigkeiten hat, sich da einzufinden, keine Schwierigkeiten hat, sich mit Leuten, also mit den Kindern da Freundschaften zu schließen. Also das freut mich natürlich und bin da total happy und glücklich mit. Ja, das war so Carlos Eingewöhnungswoche. Und ja, jetzt ist er offiziell wirklich ein richtiges Kindergartenkind. Richtig krass, der kleine Mann. Ist so gerade erst geschlüpft und jetzt geht er schon in den Kindergarten. Ist so unfassbar, es ist unfassbar, unfassbar, unfassbar. So schnell vergeht die Zeit, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.